Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin war einkaufen. Ich mach mal nach unten. Wartet mal, oh Gott, das ist hier irgendwie. Oh. Ja, jetzt geht's besser. Ist ein bisschen viel. Wir fangen aber erstmal das an, das habe ich gerade geholt. Das hat mir. Oh, Scheiße. Oh. Justin war es, glaube ich. Oh, irgendwann mit J. Habe ich Fortnite gespielt mit. Sorry, mein Namensgedächtnis. Und ich bin heute durch. Fünf Booster sind da drin. Eins, zwei, drei, vier. Der fünfte ist hier hinten. Da. Und einmal ein Glas. Gibt es in vier verschiedenen Farben. So wie Coca-Cola halt, aber hier mit Booster. Und hier richtig rauf. Also ist richtig mit Erhöhung. Ja. Jo. Wollte ich eigentlich nur ein Glas holen. Sind auch leider nur die kleinen Booster mit bei. Also bei so einer Verpackung, ehrlich gesagt, Leute, ich hätte mir, also für die Leute vom Booster, ja, ich hätte mir hier erwartet, wenigstens die 500 Milliliter Büchsen hier drin geklatscht. Ja, wenigstens XXL, weil ist zwar so eine schöne Kombi, aber seien wir mal ehrlich. Ey, 500 Milliliter mindestens. So. Ich trinke ja Booster jetzt nicht mehr so oft, weil es mir einfach zu teuer geworden ist. Selbst die großen Büchsen sind teurer geworden. Die kosten schon 49 oder 59 Cent, wenn sie sie mal haben. Ich bin ja jetzt auf andere umgestiegen, aber ich wollte die Gläser unbedingt haben. Und hier habe ich dann noch, das muss ich auch noch unbedingt haben, das ist ein Schwarzhit. Das ist ein Schwarzhit-Glas. Ich packe mal aus. Wir packen mal aus hier, dass ihr das mal sehen könnt. So. Ist halt auch nur ein kleines Glas, sehe ich gerade. Ich hätte mir, also nicht mal so groß wie die Coca-Cola-Glas, ist wirklich nur so ein kleines, schmales, mickriges Glas. Aber ja, passt auch. Gut in der Hand. Für klein auch beide Seiten bedruckt. Wie eine Büchse halt gemacht hier oben. Aber trotzdem, also da hätte ich mir vielleicht die großen Gläser gewünscht. Ich habe gedacht, das sind große, hat mich jetzt optisch getäuscht. Große Gläser, große Büchsen, wäre vielleicht noch ein Stück cooler gekommen. Aber so vom Optischen schon nicht schlecht. So, hier kommen noch Sachen, die ich selber gekauft habe. Kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir noch zu einem Geschenk. Das muss ich mal hier oben schnell vorher. Mann. Mal hier oben auf. So, Adresse wegmachen. Wo habe ich mein Messer jetzt? Mir kommt alles, kommt mir weg. Die klauen mir meine Stifte, die klauen mir meine Messer. Immer fehlt hier irgendwas. Dann wird die Küche blockiert und. Mal gucken, wo geht denn das hier auf hier? Überall auf Vorsicht, Glasaufkleber hier drauf. Also sehr gut verpackt. Achso, hier geht man ja so. So. Hier ist das Echtheitszertifikat Nummer 15 für Odins Test. Oh, Darky, da hast du dich verschrieben. Nicht Test, sondern Tests. Ja, aber egal. Trotzdem cool. Mit Stempel. Das ist ja geil. Das wäre auch eine Idee für mein Merch, wenn wir da mal eine Limited Edition haben, vielleicht so ein Zertifikat machen. Was ist hier? Hier ist der Anfang. Okay. So. Nein, ich kriege kein Geld dafür. Nein, es ist kein Product Placement, weil ich krieg's gratis. Ich habe es von Darky geschenkt gekriegt und es ist eigentlich ja schon Zusammenarbeit, aber das ist jetzt freundschaftlich und. Ich denke mal nicht, dass ich, wenn ich von einem Freund was bekomme, dass ich da Werbung drin schreiben muss. Es ist ja ein Geschenk von einem Freund. Für mich. Ich hätte ja auch kein Video machen müssen. Aber das kam jetzt gerade günstig an. Ich habe auch Zeugen dafür, meine Tochter, meine Frau. Ich habe gerade hier alles aufgebaut für den Odin mal einkaufen. Und dann hat sie klingelt und dann kam die Post. Und dann habe ich das gelesen, von wem der Absender ist. Habe ich gedacht, na scheißegal, packst du gleich mit rein. Also ihr hättet nicht reinmachen müssen, weil das war kein Auftrag oder irgendwas. Darky hat mir gesagt, ich schicke dir eine Tasse
Vor einer Weile. Eine ist nämlich schon abhanden gekommen. Er hat mir schon eine geschickt damals und die ist weg. Die ist auf dem Weg irgendwo weggekommen. Hier hast du noch einen Karton. So. Und hier haben wir Darkies World. Habe ich auch von Darkie jetzt eine Tasse. Cool. So. Dann, wo fangen wir als nächstes an? Genau, machen wir das hier gleich als erstes. So. Dann habe ich mir einmal ein USB-C-Kabel geholt. Ja, viele sagen, ja, du hast doch genug USB-C-Kabel. Ja, habe ich. Weiß Gott, habe ich. Aber nicht so ein. Und es war halt ohne ein paar Euro. Und da habe ich gedacht, ach, na, für die paar Euro, ich gucke nur gerade, wo es aufgeht. Da kannst du auch nichts verkehrt machen, bestellst es einfach mal mit, weil das wollte ich eigentlich gar nicht bestellen. Ah, hier oben. Das ist mir einfach nur über den Tisch gelaufen, weil ihr wisstet ja, ach, hier sind zwei mit bei? Wusste ich gar nicht. Ist ja geil. Also das war mir nicht bewusst. Okay, es sind zwei. Wenn ihr bei Amazon bestellt, steht ja immer unten, Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft oder du hast eine Empfehlung hier, viele haben auch das gekauft und so. Und da hab ich das hier gefunden, das sind USB-C-Kabel, schwarz, ganz normal USB, aber hier unten, da ist dieses Band, seht ihr das, der helle Strich, der leuchtet dann bunt, da bin ich mal gespannt. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich wusste gar nicht, dass ich da zwei mit bei habe. Da muss ich echt nochmal nachlesen. Habe mich schon gewundert, warum das 9 Euro kostet. Für einen einfachen Kabel. Ich habe gedacht, wegen dem Licht. 9,99 oder sowas. Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Da habe ich das. Wartet mal, da muss ich nochmal nachgucken. Ich bin der Meinung, das war nur einer. Ja, ich habe noch mein altes Handy, weil ich habe auf die Hülle gewartet, die ist hier mit bei. Ich wollte es vorher nicht benutzen. Also nicht für unterwegs. Meine Bestellungen. Ach nee, hier ist ein Aufkleber Zweierpack. Hier kann ich euch das mal zeigen. 9,99, da solltet dann leuchten. Ich habe... Ja, gut. Größer kann man es gar nicht schreiben, aber Zweierpack habe ich ehrlich gesagt komplett übersehen. So, dann haben wir einmal das Pappe, USB-Kabel dafür. Hier haben wir dann noch, das muss meine Frau nachher raufmachen. Warum meine Frau? Weil sie eine ruhige Hand hat. Warum nicht ich? Ja, weil ich keine ruhige Hand habe. Logischerweise. So, da haben wir hier. So. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da sind zwei so eine Aufkleber mit bei. Also so ein Glas zum Aufkleben. Und hier sind dann halt noch so gelb-rote Aufkleber. Ich mach mal kurz hier so. Dann haben wir hier noch einmal ein Tuch mit 1, 2. Also einmal zum Desinfizieren, einmal zum Saubermachen. Logischerweise zweimal haben wir das, weil wir haben ja auch zwei von den Aufklebern mit bei. Und hier haben wir zweimal dieses blaue, ist auch Kleber, damit man halt raufklebt und dann abzieht, um Haare und so wegzubekommen, die man durchs Putzen oder so nicht wegbekommen hat. Oder falls da kleine Löcherchen schon sein sollten auf älteren Displays, ja, dass man nicht aus den Löchern den Dreck holt, dass man dann, wenn man Glas raufmacht, dass es dann versiegelt ist. Ja, und nicht, dass da dann noch Dreck da drin ist. So, haben wir das. So, jetzt kommt das nächste. So. Wer vibriert? Ah, Bernhard. Da muss ich auch gleich noch antworten. So, da haben wir es. Ich habe mir einen Ledercase bestellt. Ist ja geil, hier ist ja so ein Stoffmantel mit bei. Ist ja cool. Und hier ist das Ledercase. Ja, das kannst du dann, muss ich mal hier rausmachen. Ach, hier ist ja ein Druckknopf mit bei. Ist der ab? Muss das nicht hier rum irgendwie?
Wofür ist denn das? Ich habe gedacht, das. Was ist denn das Einzelne jetzt hier? Hier haben wir dann halt das drin und hier ist es so und dann kann man dann halt, wenn ich, kann ich so gucken und kann so schräg stellen, so, habe hier auch noch ein bisschen was ich drin machen kann und habe das dann so zu. Das ist meine erste Hülle, was ich dann, ja, und wo ich dann beim Handy, beim Halten so machen müsste, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das hat 26 Euro gekostet, war ja ein schöner, stolzer Preis. Aber ich wollte halt wirklich was Vernünftiges haben. Machen wir erstmal wieder hier rein. So, dann kann ich das nachher, wir müssen nämlich auch gleich wieder los. Nochmal, ich bin gerade nach Hause gekommen, jetzt muss ich mit der Großen nochmal los. So, das haben wir das. So, dann fehlt doch noch eins, glaube ich. Dann werden wir mal gucken. So, dann haben wir hier noch Panzerglas für Huawei P30 Pro. Das ist hier ganz geil, das habe ich bestellt, weil wir haben hier einen Rahmen. Den machen wir, da machen wir das Handy einfach rein, das wird so reingelegt. Und hier haben wir dann halt zweimal von diesem Glas, das hat auch so einen schwarzen Rand. Ja. Und das braucht man dann hier nur rauflegen, nachdem das Handy dann, also das vorher sauber machen oder reinmachen, sauber machen und dann kann man das raufpacken und dann sollte gehen. Ich bin mal gespannt. Oh, und da brauche ich dann nur rauflegen und da brauche ich nicht, also an die Kante und dann brauche ich dann halt keine Angst haben, dass ich irgendwie was verwackel oder was weiß ich. So. Weil ich ja so ein bisschen schusselig bin. So, das ist das. Oh, das stinkt auch wieder so chemisch. Was denn? Ne, nicht heute. So, bitteschön. So, das hat meine Tochter sich bestellt, beziehungsweise ich habe ihr beim Aussuchen geholfen. Ich mach mal so. Ich werde mir das wahrscheinlich auch nochmal holen. Also aber eine Nummer größer. So, wenn du das lesen kannst, wurde ich gezwungen, ins Real Life zu gehen oder so steht da drauf. Wenn du das lesen kannst, wurde ich gezwungen, ins Real Life zurückzukehren. Ja, also muss ich echt sagen, so sieht es echt cool aus und hier hinten haben wir dann noch so schwach so ein Muster vom Computer, also vom Chip so ein bisschen, sieht er das? Ja. Aber der Aufdruck. Das Gummi, das riecht auch sehr, sehr chemisch, muss ich sagen. Das muss auf jeden Fall erstmal gewaschen werden. Essig? Ja, chemisch, Essig. Aber auch hier, weiß ich nicht, das ist jetzt schon so leicht bröcklich. Also die Qualität. Naja, mal gucken. Kannst du gleich eine Wäsche packen? Müssen wir mal gucken. Aber die Qualität, also bin ich jetzt im ersten Augenblick nicht so wirklich begeistert von. Also ist es okay, aber. Ich habe mir mehr erhofft, sagen wir mal so. Für den Preis auf jeden Fall, ja. Was, so ein großes Ding habe ich doch gar nicht bestellt. Alter, wie groß ist denn das? Das sah auf den Bildern viel kleiner aus. Scheiße. So ein großes Ding wollte ich gar nicht. Ganz toll. Ja, das ist für 2 Wochen. Kann man das hier irgendwie abmachen? Ja. So, kann man auch abmachen, halt für 1 Woche. Ich hab's mir halt kleiner vorgestellt, muss ich so sagen. Das ist echt sehr groß. Das ist sehr groß. In welchen Räumen hast du nicht gesprüht? Hier? Na, hier nicht und im Schlafzimmer nicht. Nicht? Hm? Okay. So. Ach, guck mal.
Zack, geht's auf. Dann kann man das halt zuklappen und das hat einen Vorteil im Gegensatz zu meinem, was ich vorher habe. Da hatte ich nur von Montag bis Freitag. Und hier haben wir Sonntag. Nee. Geht ja falsch rum. Samstag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ist ja doof. Wieso sieht nicht von rechts nach links? Das ist ja eine Logik. Aber ihr seht gerade, hier ist auch was kaputt. Ich glaube, das muss ich zurückschicken. Oder irg mich da? Ne, hier ist was schräg. Also entweder muss das so sein, was ich aber nicht glaube. Oder ich weiß auch nicht, hier ist... Ach so, jetzt ist wieder drinne. So, das war hier nur rausgeploppt hier oben. Also Qualität, naja, es ist halt... Mit so einem Gummi halt, damit das nach oben ploppt. Qualität ist jetzt so okay, aber naja, es hat ja nur ein paar Euro gekostet. Und dann kann ich jetzt meine Blutdrucktabletten für 2 Wochen reinpacken und dann nehme ich mir jeden Tag eins und lasse halt die Büchse offen, bis ich durch bin. Aber es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass es mit Samstag rückwärts geht. Samstag, Freitag, also dass man halt von links nach rechts und nicht von rechts nach links, wie wir gewöhnt sind. Also warum geht es von links nach rechts und nicht von rechts nach links? Du bist Krankenschwester, hat das irgendeine Bedeutung? Hat keine Bedeutung. Ist nur, weil sie aus England kommen. Ja, weil sie da wahrscheinlich alles andersrum machen. Okay. Gut. Dann haben wir hier jetzt alles ausgepackt, fertig gepackt. Dann würde ich mich jetzt... Oh. Dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Ich fahre mit der Großen jetzt gleich noch zu ihrer besten Freundin eine Gitarre wegbringen. Die darf ja nicht alleine gehen, sie hat ja momentan einen Stummarrest. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.